So, hallo liebe Zuschauer, jetzt sind wir bei der vorletzten Disziplin beim Internationalen Springertag in Rostock und diese Disziplin ist eine relativ neue, es ist das Mixed-Springen vom 3-Meter-Brett. Und damit ich das hier auch alles gut bewältige, habe ich mir jetzt mal wieder Unterstützung geholt. Und an meiner Seite ist Maria Curio. Normalerweise bist du ja auf dem Turm zu Hause, Maria, aber das geht jetzt auch, oder? Hallo Moni, ja. Ja, das wird mal eine interessante Nummer, genau. Mein Zuhause ist eigentlich der 10-Meter-Turm. Aber da ich ja schon ein bisschen länger im Wassersprunggeschäft dabei bin, kriegen wir das von 3 Meter auch hin. Ja, das denke ich auch. Vor allem, wenn man beginnt mit dem Wasserspringen, beginnt man ja auch vom Brett. Also man kann die Grundlagensprünge erstmal dort alle ausführen und irgendwann später kommt ja erst die Spezialisierung. Das letzte Trainingsjahr war ein ganz erfolgreiches von dir, oder? Ja, das letzte Jahr war super erfolgreich, wenn man das so sagen darf. Nee, genau, bei der Europameisterschaft, bei den European Games, da sind 3 Medaillen für mich bei rausgesprungen und von daher war das ein ganz, ganz toller Abschluss zum Schluss des Jahres. Ja, das war super und wir hoffen ja auch weiter, dass es so geht mit den Leistungen. Denn dieses Jahr stehen ja noch viele wichtige Dinge an. Erzähl mal, was kommt da noch so? Wir haben auf jeden Fall noch die Weltmeisterschaft im Juli und die ist sehr, sehr wichtig, weil dort die ersten Quotenplätze für die Olympischen Spiele für die Nation geholt werden können und ja, das ist schon so der erste Gradmesser des Jahres und danach haben wir dann noch im August die Europameisterschaften und da ist es dann auch so, dass der Kontinentalmeister sich für sein Land auch den Quotenplatz sichern kann. Ja, also man kann hier nicht, so wie wir sagen, die Hufe hochnehmen. Man muss jetzt wirklich immer präsent sein und nicht nur präsent, sondern richtig gut präsent sein. Dafür trainierst du ja jeden Tag ganz fleißig. Jetzt gucken wir mal, was die anderen Sportler hier so in ihrem Training trainiert haben, wie gut die drauf sind. Und der Schiedsrichter, das ist der Christian Picker, der hat meiner Meinung nach den Wettkampf bereits freigegeben. Ja, genau. Wir haben ja Teams aus der Ukraine, dann aus Deutschland, Lena Henschel, Lou Massenberg, dann ein Team aus Japan, den Niederlanden, China, ein russisches Team und ein zweites deutsches Team. Und das zweite deutsche Team ist Jan-Elisa Rother und Friedjof Seidel. Ja, genau. Schauen wir mal, was die 7 Paare sind. Ne? Ah ja, wir haben was 7 Paare. Die Schweden haben kurzfristig abgesagt. Ursprünglich waren wir 8 Paare. Ja, einigen Athleten hat ja hier auch ein bisschen so die Grippewelle auch erwischt. Ach hey. Ja, und ich hoffe jetzt mal, dass wir heute noch hier richtig gut durchkommen. Natürlich sollen sie nicht nachher die Grippe kriegen, möglichst gar nicht. Nein, aber ich denke, mit 2 deutschen Paaren schauen wir mal, was da für uns bei noch so rausspringen kann. Ja, und wie wir ja wissen, die ersten beiden Runden auch im Mixed-Synchronspringen sind die Runden mit begrenztem Schwierigkeitsgrad 2,0. Genau. Wir haben jetzt ja gerade auch schon den Kopf schon rückwärts von den beiden Ukrainern gesehen. Ja, auch nicht schlecht. Ein bisschen in der Einzelausführung. Da könnte es noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber synchron sehr, sehr schön. Und jetzt kommt schon unser erstes deutsches Paar. Genau. Lena und Lou, beide haben ja auch viel Erfahrung schon aus dem Jugendbereich. In den Einzeldisziplinen oder auch in Synchrondisziplinen. Lena ist hier ja auch schon am Start gewesen in der Einzeldisziplin, Lou auch schon. Mal sehen, was sie jetzt zusammen hier ins Wasser bringen. Na, das war doch schon mal nicht schlecht. Schöner Delfin-Kopfsprung, sehr schön synchron. Also wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen, das ist ja bei diesem Mixed-Synchronspringen schon so, dass es schwierig ist, ein Paar zusammenzufinden, weil die Herren normalerweise ja viel höher ausspringen können. Und man braucht wirklich eine starke Frau hier in so einer Disziplin und einen männlichen Springer, der ein bisschen seine Kräfte anpassen kann. Anpassen kann, das ist sehr schön formuliert. Ich wollte jetzt schon fast sagen zurückhalten, aber anpassen ist noch besser. Ja, schön. Der Kopf schon vorwärts gehechtet von den beiden Sportlern aus Japan. Ich habe vor dem Wettkampf ein Interview geführt mit dem japanischen Team. Die Japaner sind ja das erste Mal hier in Rostock. Das war nicht so leicht. Also mein Japanisch war grottig und deren Englisch auch nicht viel besser. Aber gemeinsam haben wir es dann noch hinbekommen. Denn
so ein bisschen Springersprache ist auch Hände, Füße und passt schon irgendwie. Definitiv, definitiv. Mhm. Aber ich glaube, die Japaner, die sind auch immer sehr, sehr nett und... Sehr freundlich, immer, ja. Jetzt haben wir ein bisschen gequatscht, aber jetzt geht's weiter mit, das war Inge Jansen und Pascal aus den Niederlanden mit ihrem Kopf und Vorwärts gehechtet. Ja, ich fand, man konnte jetzt hier auch ganz gut schon mal vergleichen mit den Japanern. Die haben ja auch den Kopfschwung vorwärts gemacht. Und man sieht, dass in der Eintrittsqualität die Japaner da noch ein bisschen besser waren als die Holländer. Und das spiegelt sich dann auch in der Wertung wieder. Ja, wir haben bei den anderen Synchronwettbewerben ja auch oft ziemliche Unterschiede in der Synchronität gesehen von den Kampfrichtern. Aber ich glaube, jetzt hat sich das Kampfgericht ganz gut eingepegelt. China mit Ma Depeng. Und Wang Yang Yu. Das ist schon eine Herausforderung hier, der Name. Die Name, ja. Ja, der war natürlich sehr, sehr schön. Da sieht man auch die Klasse der Chinesen. Spritzerloses Eintauchen, tolle Synchronität. Das sollte hohe Wertung geben. Hm. Ja, ne, ich hätte jetzt auch ein bisschen. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie sogar noch ein bisschen mehr gibt. Ich habe gerade gesagt, das Kampfgericht hat sich eingepegelt, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen an uns. Vielleicht haben wir uns noch nicht ganz eingepegelt. Kann alles sein. So, die Russen jetzt mit dem Delfin-Kopfsprung gehechtet. Es gibt ja, finde ich, so ein paar Standardsprünge, die man in den ersten beiden Runden so zeigt. Das sind so Sprünge, die vermeintlich leicht synchron zu zeigen sind. Und darauf kommt es auch an. Also man kann natürlich hier auch einen Zweiner rückwärts zeigen und hat dann auch nur Schwierigkeitsgrad 2,0. Also sucht man einfache Sprünge, die man gut synchron ins Wasser bringt. Ja, die Synchronwertung ist in Ordnung, denke ich. Ja, die Einzelwertung, die 6, die ist da ein bisschen komisch, aber ja, im Synchron haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kommt schon auch unser zweites deutsches Paar mit den beiden Berlinern, Jana-Lisa Rother und Friedrich Seidel. Für Jana-Lisa ist es hier der dritte Start. Sie ist ja in der Einzel-3-Meter-Konkurrenz dabei gewesen, im Synchronspringen vor kurzem auch auf dem Brett gewesen und jetzt hier im Mixed mit Friedrich. Jetzt hat Friedhoff hat ja irgendwie ja, ein bisschen mehr Power jetzt gerade ins Brett gebracht. Ja, ich glaube, da hat man ganz gut gesehen, was wir vorhin angesprochen haben, dass der Mann versuchen muss, sich doch mit seiner Sprunghöhe da ein bisschen an die Frau anzupassen, dass man da auch in der Absprunghöhe synchron ist. Ja, es fällt dann nämlich auch doch deutlich auf und dementsprechend sind auch hier diese Synchronwerte. Die sind ja nicht schlecht, aber wenn man jetzt ganz vorne sein will, dann müsste man möglichst in diesen Runden auch eine 8 zeigen in der Synchronität. Definitiv, definitiv. Jetzt schauen wir mal in der zweiten Runde, was die Ukrainer bei ihrem Auerbach-Kopfsprung uns zeigen. Ja, der war doch sehr schön. Ja, also. Vor allem hat mir gut gefallen, dass sie so an einer Flucht waren, also gleichmäßig in der Entfernung vom Brett weg. Ja. Das gelingt ja auch nicht immer bei Anlaufsprüngen, aber bei ihnen sehr gut eben. Ja, und da haben wir schon die 8 durchgängig, die 8 Synchronität. Und so sollte das möglichst auch sein, wenn man sich so ein bisschen Hoffnung auf die ersten Platz oder die führenden 3 Plätze machen will. Unser deutsches Paar, Lu und Lena. Eineinhalb Salto vorwärts gehechtet. Gut gemacht. Mit ja, ich glaube, da haben sie sich auch ganz gut aus der Affäre gezogen. Bisschen Lena in der Endphase noch ein bisschen besser tauchen, aber insgesamt... Ja, haben sie das ganz gut gemacht. Man muss ja auch dazu sagen, dass auch die unterschiedlichen Körpergrößen ja auch noch ausgeglichen werden müssen ein bisschen. Und ja. Das kommt noch so als kleines i-Tüpfelchen bei der Schwierigkeit mit der Sprunghöhe bei Männlein und Weiblein dazu. Ja, und dafür braucht man natürlich auch entsprechend bis Trainingszeit, um sich dann so ein bisschen einzustellen darauf, wie hoch springt man ein, den Sprungschritt, wie doll drückt man das Brett. Das ist alles eine Frage des täglichen Übens. Ja,
Ja, jetzt hatten wir die Japaner. Bei denen gefällt mir auch ganz gut diese Beinspannung. Ich mag das, wenn man sehen kann, dass... Wenn man aktiv ja, zu den Beinen geht ja, und dann sich lang macht. Ja, Beine so schöne Spannung haben. Das sieht einfach toll aus. Das stimmt, das stimmt. Das ist ja so ein bisschen... Ja, den Gesamteindruck, der Gesamteindruck fließt ja mit in die Wertung ein und da hat jeder Kampfrichter so ein kleines bisschen Freiheit. Und ja, die Freiheit nehme ich mir dann als Kampfrichter und sage, das war toll. Ja, zu Recht. Ich glaube auch, dass gerade bei den leichten Sprüngen, da muss man ein bisschen versuchen, sich hervorzuheben aus der Masse. Natürlich nur durch positive Sachen. Ja, hier ging es ein bisschen daneben. Also erstens haben wir es gesehen, dass es nacheinander ging. Gehört haben wir es auch. Und insofern wird es jetzt hier vom Kampfgericht sicherlich nicht so hohe Synchronwertungen geben können. Ja, und da haben wir es auch schon. Also 6,5 ist hier Ende. Ja, wir sehen es, die Holländer haben schon 80,40 Punkte insgesamt für ihre beiden Pflichtsprünge bekommen. Wenn wir jetzt an die Ukrainer denken, die hatten eine Pflicht von 91,40 ungefähr. Das heißt, die haben schon 11 Punkte Vorsprung. Von ja, 91,80. Also das heißt, die haben schon gut 11 Punkte Vorsprung und die Deutschen schon 12 Punkte. Da merkt man dann schon, wo die Unterschiede sind. Oh, jetzt die Chinesen. Sehr ja, unterschiedlichen Anlauf gehabt. Ja, also und auch beim Eintauchen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Chinese hier keinen Auerbach-Kopfsprung gehechtet beherrscht. Also da kann er sich, glaube ich, ein paar Sätze anhören von seinem Trainer. Eine 5,5-6, sollte eigentlich möglichst nicht passieren. Aber auch Chinesen sind nur Sportler, sind nur Menschen. Wollen wir nicht so hart rangehen hier. Ja, ne, das ist man immer so bei den Chinesen, denkt man, da muss immer alles gleich perfekt sein, wenn man das fast gar nicht anders kennt von denen. Aber ja, ist ja auch oft so. Und wenn sie dann mal einen Fehler machen, ist man nahezu enttäuscht. Fast enttäuscht, ja, genau. Na, das fand ich jetzt ganz hübsch. Genau. Also, Synchronität hat mir sehr gut gefallen. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich glaube, der Springer hier vorne, der hatte so eine ganz leichte Schraube unten in seinem Körper. Aber nur wir beide glauben das. Die anderen fanden das cool hier. Mit 7,5, 7. Na gut. Wie gesagt, 10 ist Höchstwertung. Vielleicht haben sie das da auch trotzdem schon abgezogen. Ja, manchmal ist man gerade so bei diesen kleinen Verdrehungen ziemlich streng. Ja, aber ich glaube, wir haben auch eine ganz komfortable Position hier von unserem Video. Das erwartet man natürlich auch von diesem Organisationsbüro, dass wir hier eine tolle Position haben. Und das ist super gelungen. Also unsere Bedingungen sind toll. Ja, Jana, Lisa und Fritjof. Mit ihrem zweiten Pflichtsprung. Also ich denke mal, das ist okay. Höher kann, glaube ich, Jana Lisa jetzt nicht springen und Fritjof kann ja auch nicht einbeinig hier abspringen. Ja, ich denke, sie haben das auch synchron ganz gut gemacht. Jana Lisa hat noch leichte Eintauchschwächen, das sehen wir hier mit ihrer Wertung mit 6 und 7. Aber insgesamt in der Synchronität haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Sie sind ja da auch schon im Mixspringen ein sehr erfahrenes Paar, war noch letztes Jahr schon international bei den Grand Prix am Start. Jetzt sehen wir erstmal nochmal den Zwischenstand. Lena und Lu führen mit der 92,40. Ja, so könnte das doch bleiben, oder? Bis zum Ende? So könnte das bleiben. Ist ein schönes Ergebnis. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, dass wir die Chinesen so weit hinten haben, aber das hat mich ein kleines bisschen irritiert, aber das war ja dieser nicht gelungene Auerbach-Kopfsprung, der hier so stark zu Buche schlägt. Jetzt geht's los mit den Sprüngen, die den höheren Schwierigkeitsgrad haben. Jetzt ist immer, wie wir so sagen, so jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kommt 2,5 Delfin Salto, gehechtet von den beiden Ukrainern. Ja, eins ist gut, oder? Ja, also ich muss auch sagen, fand ich nicht schlecht. Schauen wir mal, was die Wertungsrichter gleich dazu sagen. Ja, also hier ist schon klar gewesen, dass Victoria Kesar hier mit ihrem Delfin drunter bleiben muss. Sie war nicht so hoch wie ihr Synchronpartner. In dem Fall mussten sie das ein bisschen abziehen, aber die Gesamtwertung geht in Ordnung, glaube ich. Ich denke auch. So, jetzt haben wir schon unser erstes deutsches Paar, Lena und Lou. Sie zeigen uns einen 2,5 Seite rückwärts gehechtet. Wir sind gespannt, wie sie das gleich meistern werden. Ja, haben sie gut gemacht. Ja, das denke ich doch auch. Ja. Also, das war ein schöner Sprung, auch von beiden. Die Einzelleistung war sehr schön.
Ja, bei Lena ist es ja manchmal ein bisschen rückwärts Auerbach nicht so oft so stabil. Sie bleibt, glaube ich, auch hier stehen bei der Wertung 6,5. Aber sonst denke ich auch mit der Synchronitätswertung erstmal in Ordnung. Nur muss man halt immer sehen, wenn man wirklich ganz nach vorne will aufs Podest, dann reicht die Wertung, glaube ich, so nicht. Das kann durchaus sein, aber wir müssen ja auch fairerweise sagen, dass der Lou normalerweise mit Tina Punzel springt. Ja. Und da ist er ja sehr, sehr erfolgreich schon gewesen. Ja, und es ist aber auch gut, dass wir einen Athleten haben, der so flexibel einsetzbar ist. Man kann immer mal, einer kann verletzt sein oder ist vielleicht krank, so wie Tina jetzt. Und wenn man dann einen Athleten hat, der sich gut anpassen kann, auch auf die andere Partnerin, das ist schon toll, dann auch fürs Team. Definitiv, definitiv. Ja, jetzt haben wir die Japaner mit einem 2,5 Delfin Salto gehechtet gesehen. Ja, das man hat ganz so deutlich gesehen, dass der Mann doch weiter weg war vom Brett als die Frau. Und das wird ihn auch in der Synchronwertung mit einer 6 dort dann doch auch abgezogen. Muss man auch sagen, zu Recht. Ja. Das hat man eindeutig gesehen. Bei uns sagen die Trainer immer, wenn da ein Schwein noch zwischen euch durchpasst, dann... Das, sieht das ist ja sehr bildlich Kampf gesprochen, ne? Aber es gibt auch so ganz kleine, aber die heißen ja nicht Schweine, sondern Ferkel, ne? Ja, aber dann war der Abstand ja schon ganz gut, wenn nur noch ein Ferkelchen dazwischen gepasst hat. So, jetzt die Holländer auch mit dem 2,5 rückwärts gehechtet, wie unsere Deutschen. Ach, Pascal hat jetzt so ein bisschen die Beine hängen lassen beim Öffnen. Das ja. fiel ein bisschen auf. Dann wird der Sprung zu flach, ja. Dann spritzt er und dann genau. sieht's auch jeder Kampfrichter ganz eindeutig. Und es ist klar, dass man das abzieht, auch was die Synchronität betrifft. Ja, da müssen sie gut aufpassen, sonst wird es eng, was die vorderen Platzierungen betrifft. So, China. Das Bein hat Delfin-Salto gehechtet. Jetzt schauen wir mal, ob sie ihren Auerbach-Kopfschwung aus der Pflicht ein bisschen ausmerzen können. Also schon sehr gut gelungen, fand ich, für beide. Aber auch nicht so, dass ich nicht das mich jetzt... Genau, ja, das reißt mich jetzt nicht vom Schemel, auch was die Synchronität betrifft. Aber was wir auch zu generell gesagt haben, es ist schwierig, das macht diese Disziplin aus, wirklich zwei gleichwertige Athleten hier zusammenfügen zu können. Wobei natürlich die Chinesen aus einem Riesenpotenzial schöpfen können. Das können wir uns ja hier ein bisschen abschmatzen, aber wir kriegen es ja trotzdem hin. Hoffen wir. So, jetzt haben wir wieder unser russisches Paar. Sie zeigen auch den 2,5 rückwärts gehechtet. Das ist schade eigentlich. Also ja, weißt du, Maria, du kennst es ja auch. Das Öffnen rückwärts Auerbach drehen der Sprünge ist schon immer sehr speziell. Und wenn man das beherrscht, dann hat man schon ganz schön viel gekonnt. Aber man sieht sehr oft bei den Athleten, dass sie diese Linie verlassen beim Öffnen, die Arme rausschmeißen, weil sie vielleicht sich nicht gerade gut orientiert haben. Und dann kommt der nächste Fehler rein, die Beine fallen runter und schon ist es flach. Ja, das stimmt. Und das, wie wir vorhin schon gesagt haben, sieht halt auch der blindeste Kampfrichter. Schade eigentlich. Ich fand es ja oben im Absprung sehr schön synchron, aber naja. So, das, bei Delfin hat man dieses Problem nicht. Da hat man vielleicht das eine oder andere, aber ich hoffe, dass Jana und Fridtjof hier überhaupt keins haben. Dass jeder von ihnen einen sehr schönen 2,5 Delfin gehechtet zeigen kann. Und möglichst synchron. Tja, ja, also es war schon schön synchron, aber man hat natürlich auch deutlich gesehen, dass sie sich in der Sprunghöhe unterschieden haben. Und dann ist Jana Lisa eben doch auch ein Ticken vor Fridtjof im Wasser und dann reicht es leider mit der Synchronität auch nicht für höhere Wertung als eine 6,5. Ja, damit kann man sich, glaube ich, ja nicht auf das erste Podest bringen. So, Zwischenstand. Nach 3 Runden. Unser Wunsch wurde schon fast erhört. Lena und Lou führen noch. Kleiner Wechsel dahinter. Jetzt sind die Ukrainer auf Platz 2 und die Chinesen haben sich schon klammheimlich auf den 3. Platz. Ja, es ist alles noch ziemlich eng. So die ersten 4 Paare, das ist schon noch eng. Da kann noch jeder
nach vorne kommen. Das ist aber schön, wenn so ein Wettbewerb eine Spannung hat. Wenn man nicht von vornherein weiß, ach, es gibt hier nur ein Paar, das gewinnen kann. Ja, ich denke auch dadurch, dass grundlegend die Paare am Ende mehr oder minder alle die gleichen Sprünge zeigen, da geht es dann immer knapp zu. So, und jetzt unser ukrainisches Paar. Zweieinhalb Seite vorwärts mit ganzer Schraube. Den Sprung haben wir ja in den in Einzelwettbewerben schon gesehen, im Synchronwettbewerb. So eigentlich so ein Standardsprung, weil die Damen auch diesen Sprung gut beherrschen. Die Herren können auch zweieinhalb Seite vorwärts mit Doppelschraube machen. Da sind aber die wenigsten Damen in der Lage, das zu machen. Zum Beispiel jetzt nicht hier in Europa, glaube ich, kenne ich im Moment niemanden, der das zeigt. Aktuell, also die kanadische Springerin, ja. Die Jennifer Abel, ist so im Mix die einzige. Ja, die springt ja in der Männerserie, würde ich sagen. Genau, die hatte auch richtig Bums dahinter in den Beinen und hat eine ordentliche Sprunghöhe. So, jetzt schauen wir mal. Lena und Lou mit einem zweieinhalbfachen Auerbachsalto gehechtet. Ach, schade. Ja, das ist wirklich schade. Also oben dieses ganz klein bisschen nacheinander, das wäre überhaupt gar nicht groß aufgefallen. Sich ja gut gefunden, ja, dann auch im Absprung gut. In der Luft. Sehr schön synchron. Leider Lena unten ein bisschen zu flach bei ihrem Auerbach-Kopfsprung. Ja, wird auch hart bestraft hier mit einer 4. Das war so ähnlich wie in der Einzelkonkurrenz. Da hat Lena diesen Sprung auch so nahezu gleich absolviert, so, also nicht technisch sauber geöffnet. Also die Voraussetzungen für einen Auerbach auf eine 7,5 waren eigentlich gegeben. Aber dann nachher leider Linie verlassen beim Öffnen. Sie zeigen die Japaner den gleichen Sprung wie die Ukrainer gerade eben. Ja, was wir ja sagten, so ein Standard-Schraubensprung. Man könnte auch eine Rückwärtsschraube springen, aber die ist dann, glaube ich, für die Mischung mit einem Mann und eine Frau, das zusammenzuspringen, ist zu schwer, weil der Mann da viel höher rauskommt aus dem Brett. Also wir nennen diesen Sprung ja Wurfachsel, der hat sich schon ein bisschen durchgesetzt. Ja, definitiv. Ja. Für beide, für Männlein und Weiblein machbar. Ja. So, und genau das zeigen jetzt auch die Holländer nochmal, genau den gleichen Schraubensprung. Was immer deutlich auffällt, wenn man zum unterschiedlichen Zeitpunkt aus der Hechte rauskommt und die Schraube beginnt. Das ist so ein Punkt, den sieht jeder Kampfrichter. An dem macht man auch ein bisschen fest, dass es nicht synchron war. Und es war ja, das ja auch fällt nicht dann auch sofort auf. Da hat man keine Chance mehr, da irgendwie was zu verstecken in der Luft. Nee. Weil die Winkel, in denen sie liegen, sind so offensichtlich unterschiedlich. Da kann man nicht drüber weggucken. Jetzt die beiden Chinesen. Das ist, glaube ich, das Einzige. Nein, auch die Ukrainer zeigen nachher noch einen 3,5 Salto vorwärts gerichtet. Und Jana-Lisa und Fridjof auch noch. Jetzt schauen wir mal. Ja, nee, so richtig. Also die Chinesen, sie haben sich noch gut in der Luft gefunden, aber der Anlauf war doch schon sehr, sehr stark unterschiedlich. Ja, also manche Trainer verfolgen ja auch die Auffassung, dass es nicht so schlimm ist, wenn man so unterschiedlich startet. Hauptsache, man trifft sich vorne auf dem Brett wieder zum selben Zeitpunkt. Da bin ich ganz anderer Auffassung. Der Sprung geht mit dem ersten Schritt, geht ja auch die Wertung los. Also aus meiner Sicht muss man gleichmäßig auch den Anlauf machen. Das war hier überhaupt nicht der Fall und zog sich auch bis hinten durch. Das denke ich auch definitiv, dass das ist, weil das sieht einfach jeder. Also das stört, also ich sage jetzt mal so, es stört mein ästhetisches Empfinden. Ja, definitiv. Ja, die Russen zeigen das hier schon mal viel besser. Also klasse ist ja, wie Vitalia heißt sie, die sie dann in diesen Sprung noch so reinzieht. Ne? Der wirkt erst ein bisschen flach auf dem Wasser und ich denke schon, oh, es wird flach. Aber sie dann kann zieht den noch sehr noch gut so, verkaufen. So ein bisschen so wie Tanja Cognotto, weißt du, bis kurz vor der Wasseroberfläche hängt er noch. Die hatte das auch immer super rausgehabt. Genau, dann zuckt sie den immer noch rein und das hat sie hier auch ganz gut beherrscht. Andere Sportler liegen dann ziemlich flach auf dem Wasser. Aber das unterscheidet natürlich auch die sehr Guten von den weniger Guten und noch weniger Guten. Jetzt schauen wir mal. Jana, Lisa und Fridjof zeigen den gleichen Sprung wie die Chinesen. Gerade eben den 3,5 Seite vorwärts gehechtet. Naja, also das war jetzt nicht schlecht. Ich glaube, Jana-Lisa wird sehr froh sein über ihren 3,5 Seite vorwärts gehechtet. Den hat sie nicht immer so gut ins Wasser gebracht. Also ich fand auch.
Ja, schade, dass wir in der Synchronität nur eine 6,5 bekommen. Es ist halt ein bisschen die Eintauchqualität bei den Einzelsprüngen. Also ich muss ehrlich sagen, mir kam der Sprung von hier aus eigentlich ein bisschen besser vor, aber die Kampfrichter sitzen ja in einer besseren Position als wir und die werden schon das richtig gesehen haben. Lena und Lou jetzt auf Platz 4 gerutscht, aber ganz knapp 4 Punkte hinter den Russen, die derzeit auf Platz 3 sind, in Führung Ukraine vor China. Tja, es war alles noch sehr, sehr eng. Die Chinesen führen bloß mit einem Punkt Vorsprung. Schauen wir mal, was uns jetzt die letzte Runde bringt, die alles entscheiden wird. Ja, Ukraine jetzt mit 3,5 Seile vorwärts gehechtet. Naja, Viktoria Kizar hat den Sprung nicht vollendet. Der war einfach flach. Ja, schade. Also ich fand auch hier den Anlauf, er war schön synchron. In der Drehung waren sie auch sehr schön synchron, aber tja. Ja, mit der Synchronwertung, glaube ich, werden sie zufrieden sein. Die wäre höher ausgefallen, wenn Viktoria ihren Sprung hier auch ein bisschen sauberer hätte versenken können. Sie war ein bisschen flach, der Sprung war nicht fertig. Jetzt wichtig ist für Lou und für Lena, dass sie ihren Schraubensprung jetzt sauber zu Wasser bringen. Ja, sauber ins Wasser gebracht haben sie dann. Ja, also ins Wasser gezaubert haben sie ihn dann noch. War ein bisschen unsynchron in der Luft, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Öffnen. Aber wie die sich wieder gefunden haben, nachher zum Eintauchen, ne? Das ist ja auch gut, dass dieser letzte Eindruck war noch perfekt. Ja, das könnte tatsächlich jetzt ein bisschen eng hinten raus werden mit dem Podestplatz, aber wir hoffen mal. Ja, also die Einzelwertung, denke ich, ging ja wirklich gut in Ordnung. Aber das, was wir beide auch gesehen haben, dieses unterschiedliche Herausgehen aus der breiten Achsendrehung in die Längsachse, das war nicht so perfekt. Das war zu sehr. Ja, das hat man tatsächlich deutlich leider gesehen. Japan jetzt mit 2,5 Salto rückwärts gehechtet. Ja, ich glaube, ein schöner Abschluss für die Japaner. Bisschen unterschiedlich weit weg waren sie vom Brett. Ja, ich fand, er hat sich so ein bisschen nach hinten geschleudert, wobei man das eigentlich gar nicht nötig hat. Als Mann hat man genug Kraft und kann da im Brett stehen bleiben. Aber vielleicht ist das auch noch ein bisschen eine technische Schwachstelle und keine Frage der Kraft, sondern der Technik. Ja, 271 Punkte, damit sind sie jetzt auf Rang 2. Das holländische Paar zeigt jetzt zum Abschluss ein 2,5 Delfin-Salto gehechtet. Also in diesem Falle würde ich sagen, Inge Jansen ist zu stark. Das soll jetzt also nicht abwertend klingen, aber sie hat einen besseren 2,5 Delfin zeigen können als Pascal. Pascal hat hier die 5 bekommen und Inge Jansen 6,5, aber die Synchronität war überhaupt nicht gegeben. Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, wie oft sie zusammenspringen, wie oft sie trainieren können zusammen. Das muss man eben alles auch in Betracht ziehen. Den Kampfrichter muss das ja gar nicht interessieren, das ist ihm völlig wurscht. Aber der Trainer kann entsprechend einschätzen. Und die Athleten natürlich auch. Genau. So, China. 2,5 Seite vorwärts, ganze Schraube. Das gibt's doch gar nicht mit dem Anlauf. Der Anlauf sieht so unterschiedlich aus. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das kann keine Synchronität, die Chinesen viel zu flach unten im Eintauchen. Können hier nicht da vorne mitmischen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt hoffen wir einfach mal darauf, nicht nur weil sie aus China kommen, dass es auch hohe Noten gibt. Nee, das geht jetzt in Ordnung. Das geht schon in Ordnung, ist Rang 4. Da war auch nicht mehr rauszuholen, auch beim besten Willen nicht. Also die 6 Synchron, die finde ich ja schon fast ein bisschen zu viel. Also das ist. Ja, die beiden sausen raus. Also insofern. Aber es ist auch manchmal wettkampfentscheidend, wenn man so hoch liegt in der Bewertung. In diesem Falle, glaube ich, hat es jetzt nicht geschadet.
auch die Russen wieder zeigen bei dem Schraubensprung. Ja, sie unterschiedlichen Zeitpunkt des Öffnens in der Luft. Also, aber das Problem lag darin, dass Vitalia so schlecht im Brett stand. Sie hat so ungefähr so 20 Zentimeter zurückgesetzt, dann gehst du ab wie ein Pfeil nach vorne und dann es fehlt dann die Höhe, es fehlt das Tempo und sie kommt hier gerade so auf 5,5 Punkte. Ja, hier hat sich jetzt wieder doll durcheinander gemischt. Sie sind jetzt nur auf Rang 5. So, Jana und Fridjof können sich jetzt noch schön hier ins Gespräch bringen. Zeigen den gleichen Sprung wie die Schienen, wie die Russen. Natürlich ein bisschen eine sehr eng, gute Vergleichbarkeit. Es wird eng für einen Platz auf dem Podest. Schauen wir eng. Mal. Ja, ich also war Platz. Auf jeden Fall kein schlechter Sprung. Fridjof war ein bisschen höher in der Luft. Bisschen mehr Sprunghöhe gezeigt als Jana Lisa. Kriegen hier nochmal eine gute Wertung, aber es reicht leider nicht, um über den 6. Platz drüber hinauszukommen. Ja, das bedeutet, dass unser deutsches Paar Lena Henschel und Lou Massenberg hier den 3. Platz belegen. Ein erster Platz ist hier für die Ukraine, 2. sind die Japaner. Das würde sie sehr freuen, schätze ich. Die sind das erste Mal in Rostock und wir haben uns ausgetauscht, wir sind sehr froh hier zu sein, es gefällt ihnen super gut, alles gut organisiert und dann ist natürlich auch schön, wenn du denn hier abreisen kannst und hast auch einen Podestplatz erreicht. Und wieder mal einen Punkt vor auf den 3. für das Team Deutschland, Lena Henschel und Lukas Berg. Okay.